Werter Professor Anaschakfe, liebe Mitfeiernden aus allen Glaubensgemeinschaften, aus allen politischen Reihen, aber vor allem auch aus der Wissenschaft, aber vor allem liebe muslimische Jugend. Es ist wohl ein beredtes Zeichen dafür, dass Ihre Arbeit auf einen mehr als fruchtbaren Boden gefallen ist und heute wirklich reiche Ernte einbringt, wenn Sie sehen, wie engagiert die muslimische Jugend ist. In welcher Gemeinschaft feiert eine Jugend einen, der auf ein reifes Lebenswerk zurückblicken kann, noch immer jung ist, noch immer wach ist in seinen spirituellen und auch intellektuellen Anforderungen, der stets nicht mit einer dementsprechenden lauten Stimme äußert, sondern mit einer tiefgehenden und nachhaltigen Argumentation unterlegt. Ihr Lebenswerk, Ihr Lebensweg ist derartig beeindruckend. Von Ihrem syrischen Geburtsort Hama ausgehend bis heute nach Österreich zeigt sich eine immerwährende Bildung und Ausbildung, das Sie Ihr eigen nennen können, sich immer wieder für Neues zu interessieren. Und das zeigt auch Ihr beruflicher Lebensweg. Nicht in einer beruflichen Situation des Übersetzers verharrt zu haben, sondern die Vielgestaltigkeit auch der Möglichkeit, aus dem Glauben heraus, aus der Kultur heraus, uns arabische Kultur als Kulturgeschichte auch näher zu bringen, bis zum Fachinspektor für muslimische Religion, islamische Religion. Ich denke, es ist für uns eine große Freude für das österreichische Parlament, heute dabei zu sein, wenn Ihr Lebenswerk vor den Vorhang geholt wird. Für mich, der ich Sie kennenlernen durfte, einem interreligiösen Dialog im Stift Melk, und der damals schon eigentlich bewundernd gesehen hat, wie die Religionsgemeinschaften in diesen Zeiten nach 2000 aufeinander zugegangen sind und wie es möglich war, einen sehr offenen Dialog zu führen, das in diesen Jahren danach immer wieder auch verschüttet wurde, aber ich glaube, heute einen neuen Impuls erhält, auch in Ihrem Sinne, dieses Aufeinanderzugehen und das sich intensiv und nachhaltig mit diesen Fragen zu beschäftigen, wo kann die Religion ein Teil der Lösung sein und nicht ein Teil des Problems. Und ich denke, dass Ihre Konferenzen, die Sie 2003 in Graz einberufen haben, 2005 in Österreich und dann vor allem 2006 mit der Gleichstellung auch der Frau hier einen Weg gewiesen haben, der weit über Österreich hinaus die islamische Glaubensgemeinschaft in Europa mit beeinflusst und mitgestaltet hat. Und dafür darf ich Ihnen nicht nur gratulieren und meinen Dank aussprechen, sondern Sie auch beglückwünschen, dass heute die muslimische Jugend, der Träger dieser Bewegung letzten Endes auch ihrer Ideen, mit einer Offenheit und mit einer Konsequenz sich nicht nur zu Österreich bekennt, sondern ein aktiver Teil der österreichischen Gesellschaft geworden ist. In allen Belangen, in den sozialen Belangen, genauso wie in den Belangen des Glaubens, aber auch genauso im Bereich der Wissenschaft und der Kunst. Die Religionsgemeinschaft gehört seit Dutzenden Jahren, seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu Österreich. Sie gehört zur österreichischen Identität und sie ist ein ganz ein wesentlicher Teil auch Österreichs. Dass Sie den so gestaltet haben, dass Sie ihn mitgetragen haben bei Ihrer Gründung, wo Sie Mitglied oder Gründungsmitglied der IGGÖ waren, die Sie von zuerst in Niederösterreich, Wien und Burgenland ab 1987, aber dann von 1997 bis 2011 Sie ganz entscheidend mitgestaltet und mitgeprägt haben und ihr ein Fundament in der Gesellschaft gegeben haben, das trägt heute in besonderer Art und Weise Früchte. Und wenn wir heute auch beim Fastenbrechen im niederösterreichischen Landhaus eingeladen waren und zugegen waren, dann kann ich mich zurückerinnern, welch fröhlicher, welch offener Gedankenaustausch hier möglich geworden ist. Und dafür darf ich Ihnen herzlich danken und die muslimische Jugend überall, wo sie ihre Arbeit einbringen,
auch wirklich herzlich gratulieren und bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, Ihre Arbeit, denn es wurde heute schon angemerkt, ich bin später gekommen, aber es war nicht immer leicht, sich aus diesem Glauben offensiv zu bekennen und mit Wahrhaftigkeit und Klarheit auch hier dem Ausdruck zu verleihen. Ich glaube, es ist heute, und wir schlagen immer wieder neue Seiten auf, mehr denn je möglich, seinen Glauben zu leben und auf der anderen Seite ganz aktiv sich in Österreich, in die Gesellschaft einzubringen. Wir brauchen das von Ihnen. Wir brauchen Ihr Engagement mehr denn je. Wir brauchen Ihr Engagement in allen Feldern der Kultur, der Sozialpolitik, aber auch der politischen Arbeit in den Organisationen und in den Parteien. Und dazu darf ich Ihnen heute zurufen, tun Sie das in dieser Form, wie Sie es bisher getan haben, noch mehr. Das ist vielleicht, man kann doch nicht von einem Vermächtnis sprechen, aber es ist der Auftrag in Ihrem Sinne, sich immer wieder einzubringen, zu stehen und klare Haltung auch zu zeigen. In diesem Sinne darf ich Sie beglückwünschen, dass Sie so viel eigentlich heute mitnehmen dürfen, nicht nur an Ehrungen, nicht nur an Worten, aber zu sehen, dass die nächste Generation mit einer derartigen Vitalität und derartigen Kraft voranschreitet, dass es eine Freude ist, das erleben zu dürfen. Vom österreichischen Parlament, vom österreichischen Nationalrat aus die besten Glückwünsche, ein herzliches Dankeschön für Ihre Arbeit. Machen Sie so weiter. Ad multos annos.